übe ja noch. Das ist ein neues Stück, was ich gerade einspiele. Und da macht man halt noch Fehler. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pauline Luhn. Ich sitze an meinem wunderschönen Flügel in meinem wunderschönen Haus am Tölleturm und erwarte gleich meine Freundinnen, zum Beispiel die Emma Vorwerk, zum Tee. Wir wollen noch ein wenig über den Barmer Verschönerungsverein reden, um zu erfahren, was demnächst geplant ist. So, jetzt wird's aber, glaube ich, Zeit. Ich werde mal zu meinem Teetisch gehen. Ja, jetzt sitze ich hier an meinem Teetisch und warte auf meine Freundinnen. Ach, wie ich sehe, war Herr Bret, der Oberbürgermeister, hier und hat seinen Zylinder und seinen Stock vergessen. Wahrscheinlich wird er gleich wiederkommen und die Sachen abholen. Ja, wie gesagt, ich bin die Pauline Luhn und ich erzähle Ihnen kurz etwas über mich. Ich bin am 12. Dezember 1841 geboren und seit 1865 mit August Luhn verheiratet. Wir haben 7 Kinder, 6 Söhne und eine Tochter. Alle meine Söhne waren seinerzeit in Amerika, um für das Leben noch zu lernen. Aber sie wissen ja gar nicht, warum. Der August, mein Mann, war leitender Angestellter in einer Seifenfabrik. Und er war sehr fleißig und sehr gut und ich wollte gerne, dass er sich selbstständig macht. Aber ihm fehlte der Mut. So sagte ich eines Tages zu ihm: August, wenn du morgen wieder nicht zu deinem Chef gehst, um zu kündigen, dann gehe ich dorthin und mache das für dich. Ja, und dann hat er es tatsächlich hingekriegt. So kam es, dass wir schon 1869 die Seifenfabrik Luhn gegründet haben. Damals wurde sie eine der größten und modernsten Fabriken seiner Zeit, ihrer Art. Ja, und deswegen mussten unsere Söhne alle in die USA, um noch mehr zu lernen. Bis auf einen, unseren Peter. Der hatte keine Lust. Der wollte Drucker werden und hat später sogar eine Druckerei aufgemacht. Dort wurden dann die ganzen Werbemittel, die wir brauchten für unsere Firma, die haben wir dort drucken lassen und sogar ein kleines Kochbuch von mir ist dort erschienen. Es ist sehr preiswert, es kostet nur 2 Mark. Ja, und so ging die Zeit hin. Irgendwann wurde die Familie immer größer und wir bauten dann eine schöne Villa am Tölleturm, da, wo ich gerade gesessen habe, an meinem Flügel. Wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich gerne zum Tölleturm. Der Wald dort wird vom Barmer Verschönerungsverein, der sich vor kurzem gegründet hat, gepflegt und dort kann man wunderbar flanieren. Am liebsten gehe ich zu einer Stelle, wo man über das ganze Gebiet schauen kann. Man hat eine wunderbare Aussicht, es ist ein lauschiges Plätzchen. Ja, dort sitze ich dann gerne und schaue in die Luft und über die Landschaft. Ja, wie die Zeit so vergeht im Laufe der Jahre, konnte ich immer schlechter laufen und seit einiger Zeit habe ich eine Pflegerin, die mich dann täglich, fast täglich dorthin bringt. Ja, und inzwischen habe ich natürlich auch noch meinen Mann unterstützt. Ich habe zum Beispiel die Seifenflocken erfunden. Wenn die große Wäsche da war, dann musste man die Seife zerkleinern und man verletzte sich dabei. So sagte ich dann zum August: Du, August, mach das doch direkt in der Fabrik, dann haben wir Frauen es viel leichter. Ja, und so sind die Seifenflocken entstanden. Also brauchte ich auch zwischendurch mal die Zeit, um mich dann zu erholen
Und dann, wie gesagt, ging ich gerne oder ließ mich fahren zum Tölle-Turm. Und dieses kleine Plätzchen wird vielleicht eines Tages mal die Paulinenruhe genannt. Und es würde mich freuen, wenn meine Enkel oder meine Kinder und meine Enkel, die ich irgendwann mal habe, sich darum bemühen würden, dass dort ein schöner Ruheplatz entsteht. Ja, jetzt frage ich mich, wo bleiben denn meine Freundinnen? Jetzt werde ich mich mal in die Küche begeben und schauen, was der Tee macht. Vielen Dank und vielleicht bis bald. Ihre Pauline Luhn.